Hallo zusammen. Nach meinem sehr abrupten Abgang vorhin für die Feuerwehr aus dem Livestream vom Steinemeister möchte ich mich dafür entschuldigen und euch noch die fehlenden Informationen zur Steinchenwelt gerne nachliefern. Wir hatten ja bereits darüber gesprochen, dass die Ausstellungsfläche rund 1500 bis 1600 Quadratmeter umfasst. Da werdet ihr, wenn ihr die Ausstellung besucht, Modelle von Lego-Fans aus der Schweiz, aus Deutschland und Österreich sehen und erleben können. Wir erwarten große Modelle, darunter sind Schiffe, es gibt Monorail zu bestaunen, es gibt einen großen Star Wars-Hangar zu bestaunen und es gibt natürlich auch die seit längerem schon geplante große Gemeinschaftsanlage zum Thema City mit sehr viel Eisenbahn zu sehen. Es gibt aber auch sehr viele kleine Highlights, kleine Modelle, die in sich abgeschlossen ein Highlight darstellen, weswegen ich eigentlich kein explizites Modell oder Mock herausstreichen möchte. Schlussendlich sind alles Highlights. Jedes Modell, was wir da zeigen, ist auf jeden Fall sehenswert. Um die Ausstellung richtig zu erleben und auch viele Details zu entdecken, ist es immer wichtig, genau hinzuschauen. Das möchten wir mit einer Rallye fördern. Ein kleiner Wettbewerb, wo man durch die Ausstellung gehen kann und soll und sich die Modelle gut anschauen muss, um die darauf auf diesem Wettbewerbsbogen gestellten Fragen beantworten zu können. Und wer weiß, vielleicht gewinnt ihr ja damit den einen oder anderen Preis aus unserer sehr umfangreichen Preissammlung, die wir da gerne verteilen möchten. Wir haben natürlich auch Mitmachaktionen, also es wird zum Beispiel eine Baggergrube geben, es wird eine Racingstrecke mit ferngesteuerten Fahrzeugen geben, es gibt ja eine oder andere Mitmachaktion in der Ausstellungshalle selber. Und wer dann noch nicht genug hat, kann sich entweder verpflegen, wir haben einen Verpflegungsstand vor Ort, und das Oder macht viel mehr Spaß, sich mit neuen Steinen eindecken. Wir haben auf einer Länge von 25 Metern eine Verkaufsfläche oder eine Verkaufszeile mit einem eigenen Kommissionsshop und externen Verkäufern, die unsere Ausstellung bereichern werden. Wir wollen, und ich spreche immer hier von wir, das heißt, das ist einerseits das Organisationskomitee, was aus drei Personen besteht, und die zahlreichen Helfer, welche bereits im Vorfeld sehr viel Arbeit geleistet haben zum Gelingen dieser Ausstellung. Wir alle möchten den Besucherinnen und Besuchern ein Erlebnis bieten, fernabseits der Realität, fernabseits der Stresssituationen im Alltag. Lego bauen soll ja entspannen und wir möchten mit unserer Ausstellung auf jeden Fall dazu beitragen, dass die Besucherinnen und Besucher sich für wenigstens für ein paar Stunden erholen können. Und so hoffen wir, dass wir zahlreiche Besucher erwarten oder zahlreiche Besucher begrüßen dürfen und wir alle, sowohl das OK als auch die Helfer, wir freuen uns sehr auf euren Besuch. Vielen Dank auch für eure Geduld mit mir. Ich hoffe, wir sehen uns in Arbon am kommenden Wochenende, am 9. und 10. Oktober. Vielen Dank.